Hey ho Leute, hier ist Mo von Gamezone TV. Willkommen zurück bei Rainbow Six Vegas Teil 1, der dritte Part. Und wir versuchen immer noch diese olle Bitch zu töten, zu verfolgen, wie auch immer. Im letzten Part hat mich leider einer mit der Pumpe erwischt. Das wird jetzt nicht nochmal passieren. Schalt einfach auf. Wieso hat er mich gehört? Oder was? Okay, keep rolling, rolling, rolling. Ja, die laufen ja alle mit der Pumpe hier rum. Dann mach ich das auch mal. Irgendwie sogar hier drin ist die. Was war das denn? Achso. Sogar die Helligkeit irgendwie zu krass. Habe ich ihn erwischt? Alter, wie viele? Hohoho, das Teil hat eine übel Skill hier. Nein! Ich bin so ein Lacker. Normalerweise hätte er mich locker treffen können, aber naja, ein bisschen Blut an der Wand geht auch immer gut. Gucken wir kurz Map. Okay, einer läuft weg. Scheiß Pussy. Zu viele. Da kam wieder einer um die Ecke. Oh, ich bin so schlecht. Oh, bitte nicht wieder von ganz oben. Oh Mann, ey. Na gut, jetzt streng ich mich aber an. Das kann ja nicht angehen, wie alle hier mit der Pumpe sprayen. Was wirft denn der das Fass da, ey? Tot bist du, haha. Hat er sich selbst damit in die Luft gejagt? Wie doof kann man eigentlich sein? Gib mir deine Pumpe. So. Deine Pumpe, ich meine damit deine Waffe, nicht dein Herz. Idiot. So, wo war denn der nächste Gegner? Hier war ein paar, ne? Oh Gott, ey. Wie die hier alle mit der Pumpe umgehen, ey. Eine Speicherfunktion? Nee. Egal, brauche ich nicht. Bin ja hart im Nehmen. Was gibt's hier eigentlich? Oh Mann. Ich weiß nicht, wie man damit noch fahren will. Ja, ja, die Amis, die können damit fahren. Kein Problem. Nee, dafür habe ich auch keine Sachen. Ah, super. Lass mich... Ich häng fest. Nee, 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 nee. Kommt ihr doch zu mir. Ja, was macht er da eigentlich? Völlig krank.
Lass mich ballern! So, wieder ein Part geschafft. Aber noch lange nicht das Generelle hier geschafft. Okay, ein Zwischenraum. Jetzt aber geschafft. Auf jeden Fall gibt es schon einen Checkpoint hier. Fortschritt wird gespeichert. Joe? Was ist los? Laut GPS haben Khan und Gabe den Tunnel vor 5 Minuten verlassen. Fuck! Sie wusste, dass wir kommen, Joe. Irena weiß, wer wir sind. Was? Wie? Wir haben eine Ratte. Sag es Six. Eine Ratte? Ich dachte, man sagt eher so Maulwurf und so. Ich bekomme eine Leitung. Eine Ratte. Eine Maus. Wir haben ein Stinktier. Es läuft. Skunk. Kann man noch hochspringen? Nee. Oh, da ist ja ein Video. Ey, das sind meine Leute, ne? Oh! Nein! Mischt euch bloß nicht ein, Rainbow. Hola, Irena. Wir haben die Kabel gekappt. Keiner kommt hoch oder runter. Estoy harto de esos chingados. Logan, ich hab das Signal nachverfolgt. Sie sind über dir. Ihre GPS-Sender sind gerade offline gegangen. Bin dran. Creí que había oído algo. ¡Otra golpe, mierda! Mit der Sniper kommt er auch nicht, ey. Oh, so viel Doofheit. Scheiße. Sie sind nicht hier. Wo sind sie hin? Ich weiß es nicht. Ohne GPS-Signal kann ich sie nicht finden. Okay. Wir kommen rein. Aber du musst die Abholzone säubern. Wir verfolgen alle abgeordneten Fahrzeuge. Joe out. Ich muss wieder die ganze Scheißarbeit machen. Oh Mann. Oh Gott. Lass mich doch mal nachladen, du Penner. Penner. Stirb! Mann, schon wieder welche. Irgendwie zu viele. Hier ist auch noch irgendwo einer, glaube ich. Irgendwo hier unten. Wo ist denn der? Und runter. Ey. Grad sagen, du. Ach, weißt du was? Leck mich. Komme ich irgendwo weiter? Nein, natürlich nicht. Na gut, dann komme ich jetzt zu dir. Na komm. Na komm. Jetzt kommt er wieder von oben, ey. Der weiß auch nicht so genau, was er will. Ja, die nehme ich. Oh ja, die gefällt mir. Hat die einen Schalldämpfer? Ja, hat sie, aber will ich nicht. Fortschritt gespeichert. Nee, da muss ich nicht lang. Ich muss auf dieser Ebene bleiben. Oh Gott, was für ein Ziel. Oh. Kann ich hier hoch? Alles blindet sein?
kleine miese Ratte. Greift mich hier von hinten an. Du. Okay, hier ist gerade keiner. Obwohl doch. Gott, hier überall. Komm mir zu dir hoch. AK hätte ich auch mal Bock. Das stimmt allerdings. Auf geht's, ab geht's. Schöne AK, damit kann man auch ganz gut schon Rabatz machen. Das Gebiet ist gesäubert. Wir kommen rein. Ach ja? Gebiet ist gesäubert, alles klar. Hier, Kinder, kann man sich auch nicht verstecken. Steig ein! Hey, Joe! Ich hole mir mal ein Sturmgewehr. Und zwar die... G3 ist nicht schlecht. Farmer ist auch nicht schlecht. Ich hole mir die 552. Mit einem Reflex als Zweitwaffe hätte ich dann ganz gern... Boah, Schild macht immer Laune, das ist ganz lustig. Mit einer... Ja, das macht gut Schaden, aber hat wenig Muni. Ich nehme mal die dazu. Mit einem großen Magazin, Splitter und Rauch. Rauch brauche ich nicht unbedingt, nehme mal Blend. Akzeptieren. Hast du sie gefunden? Tut mir leid, Logan. Die US-Behörden fangen alle Fahrzeuge ab, die die Fabrik verlassen. Aber keine Spur von ihnen. Nein. Six ist am Rohr. Sir, was geht hier vor? Ich habe zwei Männer da draußen. Ich weiß, wir werden alles tun, um sie zurückzuholen. In der Zwischenzeit gibt es aber ein Problem in Las Vegas. Aber Sir... Sie können jetzt nichts für Khan und Gabriel tun. Wir werden sie finden. Mit Verlaub, Sir, aber das reicht nicht. Und soweit ich weiß, als sowas zum letzten Mal passierte, haben Sie einen Befehl missachtet, um Weber zu retten. Sie haben recht, ja, aber ich hatte auch eine Menge mehr Erfahrung bei der Teamführung als Sie. Sie wissen nicht, wo Khan und Gabe festgehalten werden. Diese Sache in Vegas und die Geschichte mit Irena passen zu gut zusammen, als dass es ein Zufall sein könnte. Gehen Sie nach Vegas, kümmern Sie sich um das Problem. Ja, komm, Vegas, bisschen Glücksspiele. Werde ich an Sie als Anführer der Mission denken. Bis dahin benötige ich Sie in Sin City. Ja, komm, Vegas. Immer derselbe Ladescreen. Was soll denn das? Las Vegas, Nevada. 2. Juli, 22.14 Uhr. Das Casino ist in allen Nachrichten. Wo ist das Caesar Palace? Das ist es das? Könnte sein. Was ist das? Ja, oder? Ja. Nichts Neues von Khan oder Gabe. Scheiße, ich habe sie in den Schlamassel reingeritten und ich sollte sie auch wieder rausholen. Oh, das sind nicht mal Stau hier auf der Straße. Oh, kilometerweit. Hier ist auch das Caesar Palace. Wer ist die Geisel? Dr. Philip Smythe, NATO-Berater. Die Tangos kidnappen ihn beim Überfall auf das Calypso-Casino. Kenne ich nicht. Die Polizei und die Bundesbehörden sind am Ball, aber das DOD will mitspielen. Yeah, Eiffelturm. Nahm er die NATO-Geisel als Vorwand, um uns dabei zu haben. Wer gibt mir Deckung? Mike Walter und Jung Park waren gerade in Pendleton auf Lehrgängen. Sie sind jetzt auf dem Strip, knietief drin. Gut, irgendwelche Forderungen? Nein, noch nicht. Logan, triff dich mit Michael und Jung. Die hier wirst du brauchen. Viel Glück. Was war das? Nachtsichtgerät? Kann ich noch raus? Da sind Michael und Jung. Fortschritt wird gespeichert. Und Cut. Bis dann. Tschüss.